So, Eric kann springen. Jetzt habe ich Baelyorg und Olaf drüben. Ach, der kann doch hoch genug springen. Dann sag mir das doch mal einer. Erstmal Eric nach oben. Mit seiner roten Mähne. Na toll. Hier lang. Als nächstes Baelyorg. Der zieht aber auch eine Fresse immer. Kann ich mit dem Otto eigentlich das hier kaputt machen? Nee, den mach ich so. Kein Ding. So, und Olaf muss jetzt aufpassen, dass er keine Schrapnellgeschosse abkriegt. Nee. Nein. Oh. Geh da hoch, fette Sau. Ich will da rauf. Ich will da hoch. Mann, ich stelle mich heute stelle ich mich richtig dämlich an. Das ist gar kein Vergleich zu dem, was davor war. Hier mit Eric ist ja kein Problem. So, bin schon durch. Jetzt Baelyorg. Ich fresse hier gleich einen Hirsch. Ich fresse hier gleich mit Haut und Haaren einen ganzen Hirsch. Und dann spucke ich das Geweih wieder aus. Direkt in das Gesicht von diesem Wikinger. Und sag ja hier, so sieht ein echter Mann aus. Rauf! Hm? Nein. Du fette Sau. Du Fettsack. Du. Ich hasse dich. Safe state hier. Aber nur weil du so fett bist. So, ich mach das mal so rum. Und jetzt hoch! Hoch mit dir! Nein! Ich will dich doch nur da oben drin haben. Ja! Der Dicke ist oben. Das ist bestimmt wieder sein Level hier. Und jetzt hat er den Kran. Hä? Der sieht ja geil aus. Und der grinst auch noch so dabei. Durch. Sicherheit, Safe State. Bevor hier irgendwie wieder ein Neutronenkrieg ausbricht, bin ich erstmal schon mal hier drüben. So, soll ich jetzt einfach mal auf Glutglück hier runter und dann... Ja, ich glaube, das war richtig. Jetzt nach rechts. Oh Gott. Oh Gott! Da ist ja sogar noch Zeitdruck hinter... Nein! Ja! Ich hoffe mal inständig und mit aller Macht, die ich habe, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. So, keiner dabei gestorben? Gut, dann kannst du ja weitergehen. Ja, hallo? Hä? Jetzt muss ich irgendwie... Ah. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Also, ich gehe mit Baelyorg hier runter. Schieß dieses Ding da kaputt. Das fällt runter. So, hier bin ich gerade. Dann gehe ich erstmal hier weiter. Hier komme ich nicht weiter, weil ich benötige den Fettsack. Aber Fettsack habe ich nicht. Und hier ist Exit. Das heißt, mit Eric muss ich jetzt nochmal durch und den Schlüssel holen. Und...
brauche Olaf da oben. Fuck. Fickt euch! Ey, Leute, ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Damit meine ich nicht die Leute, die das Video gucken, sondern die dieses Spiel gebaut haben. Blizzard, hallo. So, hier rechts. Ne, Olaf ist ja noch... Stimmt, Olaf war ja noch oben. Aber wie soll ich das mit Eric schaffen? Das geht niemals. Ich geh mal mit Olaf. Im Endeffekt muss ich es irgendwie geschafft haben, dass dieses Ding, dieser Metallträger da hinten, unten in dem Loch drin ist. Da, so weit sind wir schon mal. So, jetzt hol ich erstmal mit Eric den Schlüssel. Nein. Ja, runter hier, genau. Dann hier rauf. Und dann mit Zeitdruck. Jetzt geh da rauf. Geh rauf! Geh rauf! Regeneriert sich das eigentlich, oder ist man dann total gekniffen, wenn man da keine Bricks mehr hat? Hallo? So, so ist gut. Dann kriege ich auch kein Damage ab hier. Ich cheater! So, Digi. Du kommst jetzt erstmal rüber. Oh Gott. Hey. Jetzt komme ich aber trotzdem noch nicht an dieses Ding daran. WTF! Was muss ich machen? Ich gehe jetzt doch mal mit dem Dicken und mit Baliok gehe ich mal nach oben. Sodass dieser Aufzug nicht weg ist. Ich denke mal, bis dahin habe ich alles richtig gemacht. So. Hier rechts. Sliden lassen und runter. Ja, das dauert mir zu lange hier. Aber was soll ich bitte... Ah! Ey. Wenn Dummheit quietschen würde, ich würde den ganzen Tag mit einer Ölkanne durch die Gegend laufen. Mann! Jetzt haben wir es aber! So, schieß mal hier drauf. Dann kommt der Olaf, der dicke Olaf, der kommt dann da auch durch. War doch gar nicht so schwer. Was regen sich alle auf, dass das Spiel so eine intellektuelle Herausforderung ist und so weiter, ist es eigentlich gar nicht. So. Was für eine Challenge, ja. Wie, bla. Ich hab keinen Bock mehr. Wa. Schluck Wasser jetzt. Passwort ist smart. Ich glaube, die Rätsel, die jetzt kommen, sind noch ein bisschen geckiger als die davor. So, dann fangen wir mal an. Ich meine, gegen Rätsel habe ich ja nichts. Und wenn da noch solche Gegner bei sind, geil. Nur heute nicht. So, hier kann ich hin und her fahren. Whoop. Eine Tomato. Mal gucken, was hier so gibt. Ah. Bewege ich dann alle? Nee. Ach so.
Wieso sehe ich eigentlich sowas nie? Warum sehe ich das eigentlich nie? Warum? Das Ding, das steht da ganz groß! Am besten nur mit Aufschrift. Hier, bedien mich! Raus mit dir da! Fette Sau! Weg! Und jetzt fährt Eric euch mal da nach links. Dann, oh nein. Hier hoch. Oh nein, da muss ich wieder solche Riesensprünge mit dem Dicken machen. Oh nein. Komme ich da eigentlich so? Ja, so komme ich hin. Muss ich da mit allen oder kann ich das Ding auch so? Hier, bitteschön. Na, ich will doch nicht die Tomate. Ich will hier. Smoke them out. Hallo? Was passiert jetzt? Stirb! Ja, die werden die Bomben wahrscheinlich auch nicht direkt neben das Ding legen, wofür man die braucht. Ich gehe mal links lang. Ah! Ja! Ja! So. Hier kann ich. Oh Gott. Das ist nichts für mich. Das ist was für unseren Fettsack hier. Ne, nicht für dich. Für dich ist das was, Dicky. Und dann muss ich wieder. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja! Ich weiß nicht warum, aber mit ihm kriege ich das nicht hin. Rauf! Oh, ich sag rauf! Achso, er muss sich... Jetzt verstehe ich sein Fettsack-Prinzip. Er muss sich nur einfach zweimal da hochflitzen lassen und dann... ist er schon der Retter der Welt. So, und jetzt... sehe ich gerade, dass ich Bailey auch gar nicht gebraucht habe. Und Eric von da oben auch wieder runter geht. Und wieso? Hä? Wahrscheinlich ist das Ganze da oben nochmal für irgendwas wichtig. Aber ich werde die Vikings jetzt einfach mal nach unten schicken. Warum hätte es dann da sonst so einen Kran gegeben? Oh nein. Hier hin. Hauptsache kein Damage nehmen. Sonst hat sich das gleich mit eurer Wikingerreise. Runter! Und da ist schon gleich der Terminator! Robocop ist da! Stirb, Robocop! Oh nein. Ich kann doch auch nichts dafür. Kann ich den wirklich auch nicht mit dem Schwert? Nee, kein Stück. Da lacht er drüber. Nee, den wollte ich nicht einfach Olaf wegziehen und dann hat sich das gleich wirklich mit dem Wiki gegangen. Oh nee. Das ist jetzt so eine Olaf-Geschichte. Hallo, hey. Das war wohl nochmal richtig dreist. Wollen die mich hier verarschen? Wie soll ich an dem vorbeikommen?